So, hallo und herzlich willkommen zu Part 16 von Oddworlds New and Tasty. Oddworld New and Tasty, ich weiß gar nicht, warum ich immer Oddworlds New and Tasty sage, aber ist ja auch egal. So, ich hoffe, dass Elo mitkommt. Schütteln mit dem Kopf, das finde ich nicht so schön. Da scheint alles in Ordnung. Nein, lass mich in Ruhe. Ach komm, Elo kann ein bisschen leiden. Ja, das fängt ja wieder super an. Ich muss eigentlich sagen, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch rausbekomme oder ob das jetzt sich für immer und ewig so halten wird. Ich hoffe es mal nicht. Komm, Elum. Ich würde gerne... Nein, ich will auf... mit dir, hier... rumlaufen. Siehst du, weil ich diesen... Alter, lass mich in Ruhe. Ja, die können einen umbringen. Lol. Ich weiß wieder. Ich kann keine Steine werfen. Ich kann nur diese blöden Kronkorken werfen. Ey, komm doch mal jetzt her, du Kackviech. Ich brauch dich. Howdy. Wait. Follow me. Follow me. Alles klar. Jetzt hab ich's geraved. Dann let's go. Dann springen wir hier mal ganz schnell rüber. Eieieiei. Hier sind echt viele Sprungpassagen, die ein wenig Skill erfordern. Alles klar. Alles klar. Komm her. Du verstehst mich ja wunderbar, also let's go. Eins, zwei und dann beim zweiten ist es schon spät. Ey, da muss man echt aufpassen. Manchmal muss man da richtig fix drauf drücken, nur so eine halbe Sekunde und dann... Beziehungsweise halbe Sekunde nicht, man muss da halt recht spät drücken, kurz vorm Abgrund quasi und dann manchmal auch wieder nicht. Komm her. So. Je nachdem, wie breit quasi der Abgrund ist. Alter! Ich springe halt teilweise auch zu früh schon, ne? Okay, jetzt aber. So, follow me, muss ich sagen. So. Und dann let's go. Eins, zwei. Hier ganz kurz, da auch nur ganz kurz, da auch nur ganz kurz. Und da ein bisschen höher, da auch. Und durchgehen. Läuft. Immer diese blöden Reime, ne? Diesmal hatte ich ja eigentlich genug Zeit, das zu lesen, hatte aber doch keinen Bock. So. Speichern. So, was steht da jetzt? Lauf. Elum Lauf. Ah, okay. Es gefällt mir so überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Dass ich hier die ganze Zeit eventuell Geheimgänge verpasse. Ja, ist klar. Aber es wäre ja auch... fast schon ein Wunder gewesen, wenn ich das mit dem First Try gemacht hätte. So. Aber ich meine zu wissen, wie es geht. So, ich weiß nur nicht mehr genau die Stelle, wo wir jetzt gestorben sind. So, wir kommen da schon genau durch. Wir treffen die also nicht. Sehr schön. Lol. Also müssen wir da durchlaufen und dürfen das nicht berühren. Okay, verstehe. Also hier wird zumindest der Jump-and-Run-Faktor aus diesem Spiel erstmal ganz, ganz deutlich. Was liegt denn da auf dem Boden? Ich denke mal, da wäre irgendwas. Aber ist anscheinend nicht. Ich muss gar nicht so früh losspringen. Aber ich denke mal, wir bewegen uns in einen Bereich... wo wir definitiv einen Fortschritt sehen. So, hier mal da irgendwann und dann hier ganz, ganz spät. Jo, ist klar! Warum hier Stopp? Ich glaube, hier schaffe ich das aber auch mit einem normalen Sprung.
Nein! Da vorne ist der Speicherpunkt. Hm. Lol. Ich hätte gehofft, das klappt wohl so. Alter, man, eigentlich normalerweise schafft man das auch, ne? So ist es nicht. Aber vielleicht war es wirklich da gedacht, dass man das mit diesem Elum machen muss. Stand ja da nicht ohne Grund Lauf, Elum, Lauf. Und von daher, denke ich mal, muss man das wirklich durchziehen bis zum Ende. Dieses X hat mich halt verwirrt, als würde mir da gesagt werden, pass mal auf, Junge. Da musst du jetzt gleich stoppen, sonst stirbst du. Darum bin ich kurz vorm Ziel wirklich vom Gas gegangen. Ich hoffe nur, dass das jetzt hier nicht sich in eine Endlosschleife entwickelt und ich immer wieder sterbe und ihr euch minutenlang das Versagen angucken müsst. So wie hier beispielsweise. Ja, etwas später springen und dann läuft das ein Ganze. Ach, das hatte ich doch, meine Güte, fast mit First Try geschafft im ersten Durchgang, dann mich verwirren lassen von den Minen. Und dann 2, 3, 4 Mal Scheiße gebaut, um ein bisschen zu gucken, wie es läuft. Und dann gerade kurz am Ende wieder zu stoppen. Das ist schade. Wobei, ist auch mal eine Abwechslung. Nein, das wäre doch fast durch gewesen. Hm. Ja, jetzt wird es langsam lächerlich. Ich weiß nicht, wie viel Geduld man hat, um sich sowas zu geben. Gegebenenfalls mache ich das jetzt bei 1, 2 Versuchen nochmal und kurz einen Cut und dann sehen wir uns da sofort wieder. Dann müssen wir das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Und sind dann halt fertig. So, was ist jetzt hier Sache? Warte mal, ich gehe mal hoch. LOL? Was kann man denn hier machen? Hier kann man auch irgendwas machen. Müssen wir hier durch? Ach, ich muss hier wahrscheinlich alleine weiter. Okay, das kann man natürlich auch machen. Das ist ja nicht das Ding. Aber er ist zu schön gewesen, dass irgendwie, eben kurz die wegzuschanten, ne? Wir müssen hier warten, bis die uns dann nicht sehen. Ach, so schwer ist das eigentlich nicht. Alles cool, alles cool. Alter, wie wenig Life habe ich denn nur? Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Wir sind ja immerhin jetzt hier bei diesem Speicherpunkt, das ist ganz cool, da bleibt das Elum erstmal stehen. Oder der Elum oder was auch immer das ist. Wie der Artikel da zu nennen ist. Denk mal irgendwie. Eigentlich müsste man ja auf dem Neutrum da stehen bleiben. Oder das Neutrum wählen, da man da ja nicht genau sagen kann, was ist, wie ist, ne? Zack, zack. Läuft nicht. Oh nein! Also wenn ich die Folgen immer titulieren müsste mit irgendwelchen ja, Titeln halt, ne, dann könnte ich sagen, wirklich hier in dieser Folge Jump and Run Action oder soweit. So. 1. Also ich finde die Stelle noch blöder als die da jetzt kommende. Wobei die auch stimmig scheiße ist, wenn man zu früh springt. Meine Güte, tut mir leid. Aber, scheiße, ich muss gerade mal überlegen, wann habe ich denn angefangen? Meine Güte, mittlerweile hat sich meine Zeitleiste da sowas von verschoben, dass ich gar nicht mehr sagen kann, wann eine Viertelstunde zu Ende ist und wann nicht. Etwas schade, aber es ist halt so. Moment, lass mich mal kurz überlegen. 17 war es, glaube ich, zu schnell. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist natürlich ziemlich blöd. Die laufen jetzt ziemlich beide gleich. Das finde ich cool. Alter, wie schnell erschießen die einen? Das finde ich jetzt nicht cool. Ich hatte gar keinen Shot abbekommen. Hm.
Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich bin mir aber nicht wirklich... Ich bin mir überhaupt gar nicht sicher. Das ist das Problem. So, ich laufe jetzt, glaube ich, einfach mal durch. So, jetzt können die mich nicht mehr erschießen. Oh, meine Nase juckt. Hier können wir nicht weiter. Da oben sieht es so aus. Hilfe! Jetzt können wir hier weiter. Eieieiei. Alter, will die mich verarschen? Ich muss hier auf jeden Fall durchrennen. Das ist schon mal klar. So. Hier kommen wir zu dem. Schieben das Teil mit runter. Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt hier nicht töte, wenn ich hier runterspringe, weißt du? Alles cool. Komm, Ilum, wir gehen jetzt hier mal hin. So. So, und ab nach oben. Was habe ich denn gesagt? Part 16 sind wir, ne? Das heißt, 1,5 Stunden hätten wir aufnehmen müssen. Ich glaube, wir befinden uns fast schon am Ende wieder der Folge hier. Ich bin mir da aber echt nicht sicher. Ja, was ist das denn, ey? Das ist ja übertrieben. Das verwirrt auch einen mehr als alles andere. Das ist eigentlich gar kein schlimmer Sprung gewesen. Man kann die, glaube ich, auch gar nicht berühren, bevor... Beziehungsweise eigentlich, glaube ich, schon, wenn man ein bisschen zu früh springt. So. Zerdowns. Boah, ich hoffe echt, dass man hier nicht irgendwelche blöden Geheimgänge hat. Weil sonst hätten die alle verpasst. Wir kommen ja hier nicht mehr zurück. Die Türen gehen ja immer zu, ne? Aber ich glaube fast schon nicht, sonst würden die Türen offen bleiben. So. Hier ist ein Passwort. Was benötigt wird. Hier kann man nicht lang, hier kann man nur rein. Lol. Hier wird man wahrscheinlich hochgesprengt. I don't know. Can't figure it out. Ist das eine Treppe oder sowas? Was soll das denn sein? Ah ne, es ist so eine Art Falltür, ne? Ich glaube, ich muss, vielleicht muss ich ein Stück rennen. Hoch? Oder was ist das? Hm. So, hier kommt man hin. Ich brauche auf jeden Fall einen Stein, um die Geschichte da jetzt zu lösen, ne? Das ist schon mal safe. Ich muss einfach nur schneller hüpfen oder früher hüpfen. Ich bin nicht... Oh, was ist denn hier? Kann ich hier irgendwas machen? Ne, hier ist nichts. Lol, schon wieder dagegen gehauen. Der muss einen harten, stahlharten Kopf haben. Ach so, ich muss jetzt hier wieder runter, das ist schon mal klar. So. Okay. Ich muss hier rennen, ne, glaube ich. Lol. Warte mal, wie läuft der denn jetzt hier, verdammte Axt? Der Schalter, dann macht das runter, das ist schon mal klar, aber ich kann ja da nichts machen. Ich habe keine Steine. Ich müsste da hinten ja irgendwie hin, aber wie? Wie? Ich weiß es auch nicht, ey. Also, ich bin jetzt hier gerade. Da hau ich irgendwo gegen. Hm. Hier komme ich immer wieder zurück. Also bin ich jetzt hier auf jeden Fall... Muss ich hier irgendwie was schaffen? Was ist denn, wenn ich hier springe? Da bin ich down. Alles klar. So. Kann ich dich nicht mitnehmen? Doch, kann ich. Was ist denn, wenn ich hier runterspringe? Hier bin ich tot.
Ich brauche wahrscheinlich ein Passwort, dann geht diese eine Treppe da wieder runter, beziehungsweise dieser Aufzug und dann komme ich weiter. Okay, hier komme ich sonst generell nicht weiter, das ist schon mal klar. Ja. So, ich glaube, die Zeit ist zu Ende. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache hier erstmal einen Cut. Vielleicht sind wir auch schon locker drüber. Falls es so sein sollte, dann ist es halt mal so. Falls es zu kurz ist, dann tut es mir auch leid. Ich muss jetzt gleich nochmal ganz kurz alles neu starten. Dann habe ich auch wieder alles klar bei mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und könnt mir meiner Noobigkeit ein wenig nachsehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis morgen. Ciao.